Hallo und willkommen zu einem weiteren Raid Guide für Uldir, dieses Mal für Mythrax, den Auflöser. Für den heroischen und normalen Modus, man kann ihn auch für den LFR-Modus benutzen, aber da ist ja alles ein bisschen abgeschwächter. Und wir legen auch direkt los. Die Hauptmechanik beim Kampf gegen Mythrax betrifft den Debuff Vernichtung. Dieser verringert pro Stapel die Gesundheitspunkte um 1% und verursacht alle 3 Sekunden Schaden. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Spieler die Stapel von Vernichtung mit dem Aufsammeln von Existenzfragmenten negiert. Diese Kugel kann immer erscheinen, wenn ein Spieler einen Stapel des Debuffs bekommen hat und entfernt 2 Stapel. Dabei solltet ihr aber nicht zu viele Kugeln einsammeln, sondern sie für die Kämpfer liegen lassen, die hohe Stapel besitzen. Vernichtung erhaltet ihr übrigens für jeglichen Schaden, den ihr im Kampf abbekommt, weshalb es wichtig ist, vielen Fähigkeiten gut auszuweichen. Abhängig von den unterschiedlichen Angriffen gibt es verschieden viele Stapel von dem Debuff. Der Kampf beginnt damit, dass er hinunter zum Boss springt, schon ein bisschen Fallschaden kassiert und dann sollte der Mythrax so gedreht werden, dass er vom Raid wegschaut. Die Tanks müssen sich nach jedem Wirken von Essenzabscheren abwechseln, um die Stapel von Vernichtung gering zu halten und das Auftauchen der Kugeln zu erhöhen. Nach jedem Tankwechsel kann der freie Tank sich schnell einige Kugeln holen, um seinen Debuff abzubauen. Die Schlachtzugsgruppe sollte in einem Bereich hinter dem Boss platziert sein, allerdings mit jeweils 8 Meter Abstand zueinander, damit nicht mehr als ein Spieler von der Vergessenssphäre getroffen und dadurch beeinflusst wird. Diese Sphäre erscheint immer wieder auf dem Kampffeld neben einem zufälligen Spieler. Alle im Umkreis von 8 Metern verlieren die Kontrolle über ihren Charakter und erhalten alle 2 Sekunden Vernichtung. Nun müssen sie durch einen Stoß- oder Zieheffekt, wie zum Beispiel der Todesgriff vom Todesritter oder der Ring des Friedens vom Mönch, aus dem Effektbereich geholt werden. Danach wird hereinbrechendes Vergessen ausgelöst, wodurch der komplette Raid Schaden erleidet. Bedeutet also, bevor ein Spieler befreit wird, sollte keiner im Raid niedrige Lebenspunkte haben. Alternativ könnt ihr auch Schaden auf die Kugeln machen und so die übernommenen Charaktere befreien. Nahkämpfer sollten das natürlich nicht tun. Die Sphäre verschwindet leider nicht sofort, sondern bewegt sich eine längere Zeit langsam in einem kleinen Bereich umher. Spieler sollten also aufpassen, dass sie nicht erneut in dem Effektbereich laufen. Aus diesem Grund darf die Gruppe nicht im ganzen Raum verteilt stehen, sondern sollte sich immer wieder in einem bestimmten Bereich verteilen, um nach und nach den Boss durch den Raum zu ziehen und Bereiche mit zu vielen Sphären zu verlassen. Sobald der Boss sich umdreht und einen zufälligen Spieler anvisiert, wirkt er nach 3 Sekunden Auslöschungsschlag. Ein blauer Strahl geht hin bis zum anvisierten Spieler und jeder Kämpfer, der in diesem Strahl steht, bekommt nicht nur sehr viel Schaden, sondern auch sehr viele Stapel von Vernichtung. Das Ausweichen hat also hohe Priorität. Der Strahl verfolgt den Spieler übrigens nicht, sondern geht nur an die Position, wo er steht, wenn die Fähigkeit gewirkt wird. Und hier ein kleiner Tipp, wenn zu wenige Kugeln da sind, können diese durch die Fähigkeit sehr gut generiert werden, zum Beispiel für die Tanks. Cooldown zünden und in den Strahl stellen. Zu guter Letzt gibt es in dieser Phase noch den nahenden Untergang, der auf 2 Spieler gewirkt wird. Der Debuff läuft 12 Sekunden, verursacht alle 2 Sekunden Schaden und am Ende gibt es eine Explosion, die Schaden an allen Raid-Mitgliedern in Reichweite von 45 Metern anrichtet. Je weiter der Spieler entfernt ist, desto weniger Schaden gibt es. Deswegen sollte man so weit weglaufen, wie es nur geht. Dadurch werden der Schaden und zusätzliche Stapel von Vernichtung gering gehalten. Natürlich nicht aus der Reichweite der Heiler laufen. Immer wenn Mythrax 25% Leben abgezogen wurden, also bei 75, 50 und 25%, startet die zweite Phase und es passieren recht schnell viele Dinge hintereinander. Der Boss wirkt 8 Sekunden lang Xal'Zeiks Erwachen. Nach der Zeit gibt es sehr viel Schaden auf die ganze Gruppe, jeder erhält 10 Stapel von Vernichtung und es werden 2 Vergessenssphären auf einmal beschworen. Um dies zu meistern, solltet ihr folgendes tun. Beim Eintritt in die Phase muss die Gruppe weiterhin verteilt beim Boss stehen bleiben. Sobald der Zauber durch ist, werden die Spieler aus den Sphären befreit und die ganze Gruppe versammelt sich in einem Bereich, wo noch keine Sphären sind. Nun erscheinen immer wieder bis zu 5 Visionen des Wahnsinns, im Idealfall im Camp der Gruppe. Diese bewegen sich nicht und müssen am besten dauerhaft unterbrochen werden, um das Gedankenschinnen zu unterbinden. Im besten Falle sollten sie auch schnell sterben, da der Verlangsamungseffekt von Gedankenschinnen die Bewegung stark beeinträchtigt. Mythrax selbst steht in der Mitte unter dem Vergessensschleier, bekommt 99% weniger Schaden und muss nicht getankt werden. Betretet auf jeden Fall nicht diesen Schleier, denn sonst gibt es hohen Schaden. Für die Tanks erscheinen jetzt 2 Zerstörer der Naraki im Raum, wovon jeder einen nehmen muss. Um kritische Masse zu verhindern, mit der sich die Adds verstärken, müssen sie 40 Meter auseinander getankt werden. Einer bei der Gruppe, der gefokust wird und einer weiter weg. Sie wirken wie schon Mythrax Essenz abscheren, aber der Tank kann den Debuff dieses Mal nicht auslaufen lassen, weshalb er sehr viel Stapel von Vernichtung ansammelt. Die Zerstörer zaubern zudem oft leeren Salve, die auf jeden Fall unterbrochen werden sollte. Das weiter entfernte Add von den Fernkämpfern. Am besten baut die Gruppe eine Rotation dafür auf. Vergesst nicht, dass immer noch Visionen des Wahnsinns mit ihrem Gedankenschinnen erscheinen können, die am besten nebenbei getötet werden, denn die Zerstörer haben oberste Priorität, damit die Tanks diese Phase überhaupt überleben können. Ist ein Zerstörer tot, wird der andere zur Gruppe gebracht. Zu guter Letzt setzt Mythrax noch den Auslöschungsstrahl ein. Er dreht sich in eine Richtung und ein kaum übersehbarer gelber Strahl wird gegen die Wand gestrahlt. Davon sollte natürlich niemand getroffen werden.
Nach etwa einer Minute verschwindet Vergessenschleier und die erste Phase beginnt wieder. Aufgrund des hohen Schadens in der Phase haben die Heiler sehr viel zu tun. Die Tanks müssen versuchen, ihre Stapel von Vernichtung unter Kontrolle zu halten und somit sollten Schadensausteiler aufpassen, nicht zu viele Existenzfragmente für sich einzusammeln. Im heroischen Modus wirkt Mythrax bei 20% Lebenspunkten, also wenn er wieder in der ersten Phase ist, Essenzbruch. Dadurch können keine Stapel mehr von Vernichtung abgebaut werden und zuvor sollte man versuchen, dass der ganze Raid so wenige Stapel wie nur möglich hat. Es ist quasi ein kleiner Enrage und der richtige Moment, um Effekte wie Zeitkrümmung, Kampfrausch und Heldentum sowie jegliche Klassen-Cooldowns zu zünden. Und somit sind wir am Ende angekommen. Das war Mythrax. Ich weiß, hört sich wieder sehr kompliziert an, aber wenn man es selbst spielt, ist es eigentlich halb so wild. Man muss sich halt ein bisschen einspielen, vor allem damit, wie viele von den Existenzfragmenten von den einzelnen Leuten eingesammelt werden. Am besten schauen die Heiler einfach, wie viel sie heilen können und je nachdem müssen die DDs dann eben halt einige einsammeln. Wichtig ist halt einfach nur, dass die Tanks immer relativ low im Debuff sind, damit sie nicht zu viel Schaden bekommen. Und dann einfach immer die Phasen wechseln und irgendwann liegt er im Dreck. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Einen schriftlichen Guide gibt es auf der Webseite, ist unten verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!